Wildes rum und deswegen dachte ich, ich mache mal wieder einen Lesemonat und zeige euch, was ich so gelesen habe. Es war im April nicht wirklich viel, also das heißt nicht viel, es waren 4 neue Bücher und ein Reread, wo ich gerade noch dabei bin. Aber heute ist es der 27. April, das heißt, ich habe noch 3 Tage Zeit, das fertig zu lesen und ja, so ist das. Aber ich muss dieses Video heute schon drehen, ich fahre morgen im Urlaub und deswegen muss ich etwas vorarbeiten, weil ich ja gesagt habe, ich stelle jeden Sonntag ein Video hoch. Und ja, so viel zu dem Thema. Und jetzt zeige ich euch die Bücher, die ich gelesen habe im April und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Okay, ja. Beginnen möchte ich mit dem einzigen E-Book, was ich diesen Monat gelesen habe. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Also ja, Promise habe ich gelesen von Maya Shepherd. Das war das einzigste E-Book, was ich diesen Monat gelesen habe. Das ist auch der erste Band einer Trilogie. Und ja, was soll ich sagen? Also es war ganz okay. Die Geschichte an und für sich war auch echt gut, aber es waren 2-3 Sachen, die mich gestört haben. Worum geht's in Promise? In Promise geht's um Nea. Nea ist unsere Hauptprotagonistin und Nea lebt in einer Welt, in der eine Seuche ziemlich viele Menschen getötet hat und die Menschheit so ziemlich ausgerottet hat. Und es hat sich eine neue Ordnung gebildet und Nea lebt ist in dieser Welt quasi aufgewachsen, weil sie war 12, als ihre Eltern starben. Und ja, muss sich jetzt in dieser Welt zurechtfinden. Und es soll angeblich eine Stadt geben, die Promise genannt wird, in der ein normales Mensch, also ein Leben, wie wir es kannten, mit Strom und allen Annehmlichkeiten noch möglich ist. Und Nea macht sich auf eines Tages, um nach Promise zu kommen, um einen Neuanfang zu starten, um zu hoffen, dass sie wieder ein normales Leben führen kann. Warum Nea diese Reise nicht schon eher begonnen hat, war Miro, ihr bester Freund. Mit dem hat sie zusammen gelebt und mit ihm ist sie sehr gut zurechtgekommen und Miro ist aber tot. Und deswegen ist sie jetzt ganz alleine und irgendwas muss sie tun. Sie kann so nicht weiterleben, sie kann auch nicht in dem Ort weiterleben, wo sie aufgewachsen ist. Und ja, begibt sich auf die Reise nach Promise. Auf dem Weg nach Promise muss sie durch ein Gebiet, was einer Sekte gehört, die die Carries genannt wird. Und sie versucht sich da irgendwie durchzuschleichen und es gelingt ihr, sich dort einzuschleichen in diese Sekte. Und wird dann ein Stück weit begleitet von zwei anderen jungen Mädchen, die sie halt in eine Stadt bringen sollten. Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Stadt gerade heißt, was die Hauptstadt dieser Sekte ist. Und Nea denkt sich aber, okay, ich gehe mit denen ein Stück, dann werde ich irgendwie los und dann komme ich gut nach Promise durch. Also das ist ja immer noch ihr Plan, sie will nach Promise. Dorthin auf dem Weg trifft sie dann auf eine hochschwangere, ziemlich nervige Blondine, deren Namen ich auch gerade leider vergessen habe. Und mit ihr zusammen flieht sie dann, weil auch diese Blondine, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, hat ein Geheimnis und ja, mit ihr versucht sie dann vor den Carries zu fliehen und weiterhin sich irgendwie nach Promise durchzuschlagen und ja, darum geht es eigentlich auch in Die Bärentöterin im ersten Band. Und ich muss sagen, das Buch hat mir an für sich ganz gut gefallen. Also ich würde diesem Buch, ich zeige es euch nochmal, Promise von Maya Shepherd, 4 von 5 Sterne geben, weil es hat, wie gesagt, es waren 2-3 Sachen drin, die mich so ein bisschen gestört haben, was ich nicht nachvollziehen konnte. Was jetzt aber nicht so schlimm war, dass ich sage, okay, dafür ziehe ich jetzt hier übelste Sterne ab. Also so ist es nicht. Also die Geschichte ist wirklich cool gemacht. Also 4 von 5 Sterne, ich denke, das ist völlig gerechtfertigt. Ich habe dann auch, was bei mir noch ein bisschen gefehlt hat, ihr kennt das ja, ich habe es glaube ich schon in jedem Video erwähnt, ein 5-Sterne-Buch ist für mich ein 5-Sterne-Buch, wenn die Geschichte mich packt. Wenn sie mich mitnimmt und ich nicht mehr loslassen kann von dieser Geschichte. Das ist definitiv dann ein 5-Sterne-Buch für mich. Das war es leider nicht. Und wie gesagt, 2-3 andere Sachen haben mich gestört. Deswegen 4 von 5 Sternen. Und kann man empfehlen, das Buch. Und ja, wer gerne Dystopien liest und mal was von Maya Shepherd lesen möchte, Die Bärentöterin, Promise, kann ich dann nur empfehlen. Ich werde auf jeden Fall beim 2 und 3 dann auch irgendwie demnächst mal noch lesen. Wenn ich irgendwann mal meinen ganzen Sub da drüben mit abgebaut habe, der da noch rumliegt. Ja, so viel dazu. Okay, das erste richtige Buch, was ich im April gelesen habe, ist ein Buch von Jennifer Armentrout. Wie sollte es anders sein? Ein Buch jeden Monat mindestens irgendwie, habe ich von der gutsten. Wie gesagt, es ist ja aber auch momentan meine Lieblingsautorin. Und ja, ich habe Die Mondtochter, den 4. Band, Verwunschene Liebe gelesen. Ich könnte mich über diese Titel immer noch amüsieren, aber es ist egal. Es hat dieses Buch immer noch nichts hauptsächlich mit Dämonen zu tun. Also wer jetzt davor zurückschreckt wegen Dämonen, lest es. Es hat nicht wirklich was mit Dämonen zu tun. Die kommt da irgendwo ganz am Rande mal vor. Also lesen
Ne? So, okay, zur Geschichte an und für sich will ich nicht viel sagen. Wie gesagt, es ist der vierte Band, es ist eine Fortsetzung. Wir begleiten Alex immer noch auf ihrer Reise, die das Schicksal verändern wird. Und sie versucht immer noch, den Krieg zu verhindern. Sie versucht immer noch zu verhindern, dass die Götter die Menschheit auslöschen. Und ja, mehr sage ich jetzt dazu eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich schon wieder viel zu viel gesagt. Und dieses Buch hat mir wieder richtig gut gefallen und ich gebe diesem Buch auch wieder 5 Sterne. Es hat mich gepackt, es hat mich mitgerissen und ja, eine tolle Fortsetzung. Und ich weiß nicht, wann Band 5 rauskommt. Es ist noch kein Termin veröffentlicht, wann der letzte Teil dieser Buchserie kommt. Ich hoffe bald, weil dieses Buch endet an einer Stelle, wo ich dachte, nein, das kann jetzt nicht das Ende sein. Warum tut ihr uns das an? Warum an dieser Stelle? Weil das Ende ist wirklich wieder mal eine Stelle, wo du denkst so, nein, das war im dritten Band schon so. Da habe ich auch schon geflucht vor mich hin, weil die wirklich sich die Endstellen ausgesucht haben. Die haben sie gut gemacht, muss ich sagen, ne? Weil sonst würde ich mich ja nicht aufregen. Deswegen, ich bin jetzt übelst gespannt auf das fünfte Buch. Also richtig gemacht hat es der Verlag und Jennifer Armentrout und alle. Und, aber für mich als Leser ist das so ein, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall, das fünfte Buch heißt im Englischen Sentinel von der Covenant Series. Und ja, das ist ja, wie gesagt, das letzte Buch und ich freue mich schon richtig drauf und ich bin gespannt, wie es zwischen Alex, Aiden, Seth, den Göttern und allen anderen weitergeht. Und ja, wie gesagt, ich kann dieses Buch wirklich wieder nur jedem empfehlen, der gerne so Götterbücher liest oder gerne Fantasybücher liest und Romantasybücher liest. Ich liebe Jennifer Armentrout, sie ist die Beste. Okay, kommen wir nun zu 2 Büchern, die ich gelesen habe von dieser Trilogie. Was mich wirklich Kraft gekostet hat. Und zwar habe ich gelesen, haha, ihr seht es nicht, gell? Ich halte es mal so rum. Ich habe die ersten 2 Bücher der Maze Runner Trilogie gelesen. Das heißt, die Auserwählten im Labyrinth und die Auserwählten in der Brandwüste. Und ich habe mich wirklich ein Stück weit durch diese Bücher gequält, weil ich weiß nicht, woran es lag. Also ich habe mit meiner Freundin Jenny, die ihr ja kennt, diskutiert darüber, warum ich da nicht reingekommen bin, so richtig in die Bücher. Weil die Geschichte ist gut gemacht, es ist alles super durchdacht, ich habe mitgefiebert, ich war gespannt, was jetzt weiter passiert, ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Ich habe den dritten Band jetzt noch nicht gelesen, aber irgendwie hat es trotzdem an meinen Nerven gezerrt, diese Bücher zu lesen. Ich bin nicht reingekommen und ich weiß nicht, warum. An und für sich gefällt mir die Geschichte auch. Ich kann euch nicht sagen, warum ich hier nicht wirklich reingekommen bin. Ich habe mich da wirklich stellenweise durchgequält und hatte einfach keinen Bock mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber worum geht es erstmal in Maze Runner, die Auserwählten? Also in Maze Runner geht es im Prinzip um Thomas. Thomas ist unser Hauptprotagonist. Und Thomas wacht eines Tages in einem dunklen Fahrstuhl auf, hat keine Erinnerung mehr, weiß nur noch, wie er heißt und weiß überhaupt nicht, was los ist. Landet auf einer Lichtung, wo 49 andere Jungs sind. Und die umgeben ist von riesigen Mauern und es stellt sich heraus, es ist ein Labyrinth. So. Und nach kriegt man halt so mit, dass die Jugendlichen versuchen, aus diesem Labyrinth rauszukommen und dass es die Schöpfer gibt, die sie dort in diesem Labyrinth quasi gefangen halten, sie aber wiederum mit Nahrung und allem versorgen. Und ja, sie suchen halt einen Ausweg aus dem Labyrinth, die Gutsten. Und erst als Thomas ins Spiel kommt, setzt er quasi diese ganzen Lösungen in Gang quasi. Einen Tag nach Thomas kommt dann noch das einzige Mädchen des Labyrinths, sie heißt Theresa und Thomas und Theresa können im Kopf miteinander kommunizieren und Theresa hat einen Zettel in der Hand, wo drauf steht, dass sie die Letzte ist, die jemals in dieses Labyrinth gekommen ist und dass sie jetzt das Ende ausgelöst hat. Gut, es geht nur zu klären, was geht jetzt ab, was ist da los und wie kommen sie da raus? Weil die Nahrungslieferung wird eingestellt, dann gibt es in diesem Labyrinth noch so Monster, die heißen Grieber, die sind richtig, richtig eklig. Beschrieben, aber man kann sie sich gut vorstellen. Und ja, die Jungs müssen und dieses eine Mädchen müssen halt versuchen, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Und darum geht es ja im ersten Buch quasi. Logischerweise schaffen sie es dann irgendwie aus dem Labyrinth raus, weil sonst geht es Band 2 und 3 ja nicht. Ne? Logischerweise. Aber ich muss sagen, Maze Runner ist ja auch verfilmt worden und ich habe den Film letztes Jahr im Kino gesehen. Und dieser Film ist echt gut am Buch. Also, ich hätte es nicht gedacht. Buch und Film sind richtig gut beieinander und von der Story her auch fast gleich. Also die haben wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten geändert. Und ja, also das Buch hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber es hat mich nicht gepackt und ich kam nicht so richtig rein. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall würde ich beim 1 und 2 jeweils 4 Sterne geben. Wie gesagt, weil die Geschichte ist gut gemacht, die ist gut durchdacht. Ich bin immer noch nicht durchgestiegen, was das Ganze soll.
ich bin echt gespannt. Man sitzt echt da beim Lesen und denkt sich, oh mein Gott, was passiert denn jetzt schon wieder als nächstes? Das ist ja vom Prinzip, ist das ein Experiment, das kriegen die ja dann raus. Das denke ich mal, sowas kann man sich ja dann auch denken, ne? Bei sowas. Wenn man das sieht, deswegen denke ich mal, verrate ich jetzt nicht allzu viel, hoffe ich. Und ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nach dem zweiten Band noch nicht hundertprozentig durchgestiegen, was das Ganze soll. Aber da ich mich durch diese Bücher durchqueren musste, habe ich gesagt, nee, den dritten Band hebst du dir auf, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist. Weil das Buch möchte ich nicht mit in Urlaub nehmen, weil es für mich keine Urlaubslektüre ist. Weil das ist einfach zu anstrengend für mich zum Lesen und ich muss zu viel nachdenken dabei. Auf jeden Fall, wie gesagt, Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth, 4 von 5 Sterne, die Auserwählten in der Brandwüste. Wie gesagt, ich sage dazu jetzt nichts weiter, weil Brandwüste sagt ja eigentlich schon alles. Und dass da unser Thomas überlebt, der Hauptprotagonist ist, ist klar, weil sonst gäbe es das dritte Buch nicht mit den Auserwählten in der Todeszone. Ja, mehr sage ich, möchte ich dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich gebe beiden Büchern 4 von 5 Sterne auch und hoffe, dass ich in das dritte Buch vielleicht doch noch irgendwie besser reinkomme. Aber wer Bock hat auf mal ein Buch, wo man auch mal ein bisschen mitdenken muss, wo man nicht weiß, was als nächstes passiert, den kann ich Maze Runner von James Dashner echt nur empfehlen. Das hat er gut gemacht, hat er echt cool durchdacht und es ist definitiv mal was anderes, auch für mich zum Lesen. Aber irgendwie, wie gesagt, ich kam nicht richtig rein, deswegen 4 von 5 Sterne für Maze Runner, die Auserwählten. Gut, kommen wir nun zu meinem Reread, was ich gerade nochmal lese. Und zwar ist das Onyx von Jennifer L. Armentrout, Schattenschimmer. Ich muss nochmal sagen, ich liebe diese Cover. Die deutschen Cover sind richtig gut. Und die gefallen mir viel besser als die amerikanischen oder spanischen oder keine Ahnung. Und die fassen sich auch so toll an und... Ach ja, ich finde die Einbände richtig toll, so viel dazu. Jennifer Armentrout hat auf ihrer Fanpage auf Facebook auch gesagt, dass sie die deutschen Cover richtig, richtig toll findet, weil man muss echt sagen, im amerikanischen, ich habe Onyx und Obsidian auch diesen Doppelband in englischen und das Buch sieht einfach nach einmal lesen so zerrumpft aus, das geht überhaupt gar nicht. Naja, auf jeden Fall zurück zum Thema, ich habe Onyx jetzt gerade nochmal in der Mache und lese das gerade nochmal, weil jetzt nämlich... letzte Woche Opel rauskam, das ist der dritte Band der Luxury und damit ich einfach in die Geschichte wieder reinkomme, habe ich gedacht, ich lese Onyx nochmal und ja, worum geht es im Prinzip in der Luxury? Es ist mittlerweile, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Man kann jetzt sagen, es geht um Aliens und vom Prinzip geht es hier um die 17-jährige Katie Smith. Katie zieht von Florida nach West Virginia mit ihrer Mutter, weil ihr Vater ist vor 3 Jahren gestorben und sie wollen einfach irgendwie einen Neuanfang machen und dann ziehen sie halt in so ein ganz kleines Kaff. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, Ketterman oder so. Und ja, in ihrer Straße gibt es irgendwie nicht wirklich Nachbarn, nur so ein Haus schräg auf der anderen Straßenseite. Und da wohnen halt 2 Jugendliche in ihrem Alter. Und eines Tages, so ziemlich am Anfang dann, will Katie was einkaufen fahren und denkt sich, okay, ich frage doch mal freundlicherweise nach dem Weg, vielleicht lernst du jemanden kennen. Und trifft dort prompt auf den attraktiven Damon Black. Damon ist wie... Aiden, also Jennifer Armentrout hat definitiv ein männliches Schema, das muss man dazu sagen. Also bei mir sehen die Typen irgendwie im Gedanken alle gleich aus. Also nicht alle gleich aus, also sie haben ja schon kleine Unterschiede, aber so der Grundtyp ist immer der gleiche. Was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Ja, also auf jeden Fall, Katie trifft auf Damon und dann beginnt die ganze Geschichte so. Und alle, die jetzt Obsidian noch nicht gelesen haben, schaltet aus, falls ihr das noch lesen wollt, weil ich noch kurz was zu Onyx sagen möchte. In Onyx geht es dann vom Prinzip darum, Damon hat Katie am Ende von Obsidian geheilt, also sie war quasi kurz vorm Sterben und er hat sie geheilt und dadurch ist eine Verbindung zwischen den beiden entstanden. Und auf einmal kriegt Katie hohes Fieber und wird krank, aber sie schafft es zu überstehen und auf einmal geht es ihr besser als sie zuvor und plötzlich kann sie Gegenstände bewegen und Dinge passieren. Jim geht auf und zu, ihr Kleiderschrank kommt ihr entgegen, also ihr Inhalt. Und ja, und dann taucht auf einmal noch Blake auf und stellt die ganze Sache hier noch tierisch auf den Kopf. Und es ist eine tolle Fortsetzung von Obsidian und ich will wirklich, beim ersten Mal, wo ich es gelesen habe, ich glaube, ich war auch nur 1,5 Tage gebraucht, bis ich fertig war mit Onyx. Und Jennifer Armentrout-Bücher sind für mich persönlich sowieso Suchtfaktor und einfach die Schreibweise, die Übersetzung ist einfach nur mega gut. Also Anja Malich hat es, glaube ich, übersetzt. Ja, genau. Anja Malich hat es übersetzt und die macht das so gut und so witzig. Und es macht einfach Spaß, es zu lesen und zu gucken, was zwischen Katie und Damon natürlich auch passiert. Da ist wieder diese Love Story, die mir vielleicht bei Maze Runner gefehlt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall,
Ja, ich liebe diese Buchserie jetzt schon. Wie gesagt, Obsidian hat mir richtig toll gefallen. Onyx ist auch richtig gut. Und Opel werde ich jetzt mit in Urlaub nehmen. Das heißt, ihr kriegt Opel dann in meinem Lesemonat für den Mai. Ich bin schon so gespannt, weil das Ende von Onyx war richtig dramatisch. Das hat mir ja richtig so, oh mein Gott, nein, das darf nicht passiert sein. Das war voll traurig und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie diese ganze Sache weitergeht, weil wohl die, also die Schwester von Damon, muss wohl eine ziemlich starke Charakterentwicklung im dritten Buch durchmachen und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ja. Wir werden sehen, wie Opel ist und ich werde es euch auf jeden Fall dann in meinem nächsten Lesemonat erzählen. Okay, das war's auch schon wieder von meinem Lesemonat für April. Wie gesagt, es waren jetzt nur 4 neue Bücher plus mein Reread von Onyx. Und ja, also nächsten Monat weiß ich noch nicht, wie es aussieht mit dem Lesemonat. Da werde ich entweder auch noch mal einiges an Rereads haben, weil ich jetzt im Urlaub fahre oder nehme ich einige Bücher mit, die ich schon gelesen habe. Ich nehme aber auch noch 2, 3 neue mit. Also es gibt definitiv auch neue Bücher, die ich lesen werde. Ob ich überhaupt alle Bücher, die ich jetzt eingepackt habe, im Urlaub schaffen werde zu lesen, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe viel zu viele Bücher eingepackt. Ich habe 5 oder 6 Bücher eingepackt und fahre nur 2 Wochen weg. Ist das zu viel? Ich glaube schon. Aber egal, wenn ihr dieses Video seht, dann ist das am 10. Mai, glaube ich, der Sonntag und da komme ich zurück. Oder ich veröffentliche es, glaube ich, schon Samstag, weil ich ja am Sonntag zurückfliege. Egal, auf jeden Fall an dem Wochenende. Irgendwann kriegt ihr dann dieses Video hier. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. So, und dies ist das erste Video, wo ich mich in einer Endcard versuche. Ich verlinke euch entweder hier links und rechts oder ich habe keine Ahnung wo. Also entweder hier oder da oder hier unten. Nochmal meine letzten beiden Lesemonate. Und meine Social Media Sites haue ich hier auch noch irgendwo in die Endcard. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht gebaut. Ich werde sehen, wo ich euch hier irgendwo irgendwas verlinke. Und ja, macht's gut. Tschüss.